Deutschland holt den Weltpokal. Deutschland holt den Weltpokal. Ei, gute Kapelloni. Voll im Fußballfieber. Aber ich hab meinen Pokal all schon geholt. Hä? Da guckst du mal. Hä? Beim Tischfußball bei der Emmy. An der Eck, da ist so eine Kneipe, da machen wir immer an. Ja, ja. Das Fußballfieber, ja. Aber ich habe heute ganz andere Nummer, ne? Weil Weltmeister werden wir ja sowieso. Ja. Aber ich wollte mal ein bisschen auflockern. Ich will mal an erzählen. Ja. Hat nichts mit Fußball zu tun, aber den habe ich gesehen, den habe ich erzählt bei der Emmy. Der war so gut, den muss ich erzählen. Pass auf. Da hockt abends einer in der Kneipe, ne? Und irgendwann sagt er, ich bezahle jetzt, ne? Na ja, und da kommt die Emmy da und kassiert ihn ab, ne? Und der steht auf und fällt voll auf die Fratze. Bauf, hat's ihn hier geknattert, ne? Hat er sich wieder hochgerappelt, will den ersten Schritt machen, boing, fällt er wieder auf die Fresse. Bis er an der Tür war, war er schon dreimal hingeklatscht. Der macht die Tür aus, fällt langewegs drei Stufen und der Boff liegt auf der Gas. Und er wieder hochgerappelt, versucht sich an der Hauswand festzuhalten, bumm, hat's ihn wieder hingeknallt. Und es geht andauernd weiter, hoch, brach, bumm, zack, alles wieder hingefallen. Ne? Auf jeden Fall der Horn, Treppenhaus, brumm, hat's ihn wieder hingebrettert. Ne? Die Treppen auf, alle drei Stufen hat er gelegen, in die Wohnung neu, bumm, hat er gelegen, ins Schlafzimmer, rabumm. Auf jeden Fall hat er sich bis ins Bett geschafft. Am nächsten Morgen weckt ihn seine Frau und sagt, no, wo hast du wieder ganz schön besoffen? Da sagt er, wie kommst du denn da drauf? Und da sagt sie, ah, die Wirtschaft hat angerufen, du hast deinen Rollstuhl stehen lassen. Ja? Der Rollstuhl stehen lassen. Ich glaub's nicht. Ah, ich mach wieder mal die Emmy.